Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem Parfum-Adventskalender. Wir öffnen hier vom 1. bis zum 24. Dezember jeweils ein Türchen oder auch Tütchen mit, ja, winterlichen Damen, Herren und Unisex-Düften. Es werden Reviews, First Impressions, Vergleiche und Unboxings geben. Wenn das euch interessiert, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr keines der Videos verpasst und los geht's! Türchen bzw. Rentier Nummer 2. Ja, schauen wir doch mal, was sich hier heute verbirgt. Ich habe so das Gefühl, dass es sich um einen Herrenduft handelt. Ha! Hallo liebe Parfümfreunde und hallo liebe Männer. Ja, heute gibt es endlich mal einen Herrenduft von mir und bei mir. Und zwar Bleu de Chanel, das Parfum von Chanel. Ja, und ich muss direkt mal sagen, das ist einer meiner liebsten blauen Herrendüfte. Ihr könnt es jetzt nicht ganz so gut erkennen, der Flakon ist relativ dunkel. Aber er gehört zu der Trilogie aus Bleu de Chanel Eau de Toilette, Bleu de Chanel Eau de Parfum und das Parfum. Und hier haben wir jetzt relativ reduzierte Duftnoten. Wir haben nämlich lediglich Zeder und Sandelholz im Duft enthalten. Das Eau de Toilette erschien 2010 und das Eau de Parfum erschien 2014. Beide haben eine etwas, ja, üppigere Duftpyramide, wobei ich jetzt bei den Düften nicht von üppig sprechen würde. Aber sie haben einfach sehr viel mehr zitrische Noten noch am Anfang enthalten. Und ja, das Eau de Parfum ist einfach sehr reduziert auf die beiden markantesten Duftnoten, die in beiden auch enthalten sind, in den beiden Vorgängern, nämlich Zeder und Sandelholz. Hier neukaledonisches. Das Parfum ist von 2018 von Jacques Polsch, dem Inhouse-Parfümeur von Chanel, entwickelt. Ja, und ich muss sagen, ich mag ihn wirklich sehr gerne. Er ist für mich der schönste aus der Reihe. Er startet zwar etwas nüchtern, weil man zunächst beim Aufsprühen die Zeder am stärksten wahrnimmt. Er wärmt dann allerdings auf der Haut relativ schnell auf und bekommt eine süßere, cremige Sandelholznote. Ich muss sagen, im Drydown riecht das Eau de Parfum fast genauso wie das Parfum hier. Aber ich finde, gerade das Parfum ist jetzt für die kältere Jahreszeit ja einfach die schönste Variante der Bleu de Chanel Düfte. Die anderen mag ich alle auch sehr gerne. Das Eau de Toilette ist nochmal ein bisschen zitrischer. Das Eau de Parfum ist so ein Zwischending aus dem Eau de Toilette und aus dem Parfum. Und wie gesagt, das Parfum ist mein absoluter Favorit aus der Reihe. Ich finde ihn super geeignet als Signature-Duft. Er ist elegant genug, um ihn zum Ausgehen zu tragen. Aber er funktioniert auch sehr gut zum Anzug oder im Berufsalltag. Bleu de Chanel Parfum. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches eure liebste Bleu de Chanel Variante ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald und bleibt gesund. Und morgen geht's weiter mit Türchen 3. So sieht die Schachtel dazu aus. Die habe ich nämlich auch noch aufgehoben. Türchen bzw. Elch. Nein, das ist ein Rentier. Heute gibt es endlich mal einen... Ah, was ist denn heute los? Hallo, liebe Parfümfreunde und speziell auch hallo an alle Männer. Heute gibt es endlich mal einen... Einen.